Hi, schön, dass du da bist. Heute zu einer Sneak Peek. Diamond Artlab hat mir mal wieder ein Kit zur Verfügung gestellt, das morgen rauskommt. Es wird also morgen released. Und alle Informationen dazu findest du in der Videobeschreibung, die genaue Uhrzeit und so weiter und so fort. Es ist mal wieder ein rundes Kit. Im Moment kommen viele runde Kits raus. Und es ist von einer meiner allerliebsten Künstlerinnen. Diese Künstlerin macht einfach nur großartige, süße, knuffige Bilder. Es ist ein sehr kleiner Karton, kleiner Karton, kleiner Karton. Und es ist rund, wie gesagt, sehen wir hier dran. Und das ist Blue Girl bei Nana Key alias Puffy Gator. Puffy Gator folgt ihr ruhig mal auf Instagram. Großartig. Es ist so schön. Sie lässt einen da auch teilhaben, wie die Bilder entstehen. Sie ist bei zwei Unternehmen lizenziert, eben unter anderem jetzt mittlerweile auch bei Diamond Art Lab. Und es ist rund 42,6 mal 45,7 Zentimeter. Oh, es ist nicht toll. Gut, die Farbe. Ich bin so gespannt. Ja, das ist der Karton. Wie Diamond Painting funktioniert und so weiter und so fort. Und wir gucken jetzt direkt mal rein. Drei Sachen kommen in so einem Kit. Einmal die Leinwand mit den Steinchen, das Toolkit und ein kleiner Aufkleber. Den kann man sich draußen auf den Karton machen, ne? Also hier oben zum Beispiel mache ich mir den drauf. Dann so lagere ich mir das, dass ich die Bilder alle vorne habe und dann sehen kann. Man kann sich es in sein Journal machen, um so ein bisschen mitzugucken, was hat man das Jahr über gepaintet. Ne? Was auch immer man damit machen möchte. Die Kinder verschenken. Wie auch immer. Hier haben wir unser Toolkit. Da ist alles drin, was du zum Diamond Painten brauchst. Wir haben einen pinkenden Stift mit so einem Squishy. Den schiebt man da oben drauf, damit es sich besser halten lässt. Zu dem Stift bekommen wir auch noch zwei Mehrfachsetzer. Einen Vierer und einen Siebener. Kann man hier hinten drauf stecken und dann eben entsprechend mehrere Steinchen auf einmal setzen. Das sind die schmalen, mit denen arbeite ich am liebsten. Und da die ein bisschen auch im Verschleiß unterworfen sind, kann man da auch immer einen mehr von gebrauchen. Dann haben wir hier unser Schiffchen. Das ist jetzt ein weißes Schiffchen mittlerweile. In älteren Kits oder Kits, die schon auf Lager sind, habt ihr ein durchsichtiges mit Sternchen drin. Das haben sie jetzt mittlerweile durchs Weiße ersetzt, weil das Durchsichtige anfällig war, hier vorne so Risse zu bekommen. Und das braucht man nicht, ne? Ist super, ist eine schöne Größe. Ist nicht so klein. Und das hier vorne ist kein Müll, sondern ein Stopper, damit euch die Steinchen da nicht rausflutschen. Den könnt ihr rein und raus machen. Dann haben wir hier ein Döschen mit Wachs. Da sind zwei Stückchen Wachs drin. Eins, zwei. Aufpassen, da ist eine Folie drauf, die müsst ihr abmachen, bevor ihr da euren Stift mitfüllen könnt. Und im Döschen aufbewahren, Deckel drauf, dann trocknet euch das auch nicht aus. Außerdem haben wir Washi-Tape und das ist super schönes. Guck mal. Valentinstags-Washi-Tape. Love you, Amore. I love you und ein kleiner Amor. Ist das nicht herzig? Och, wie schön. Wenn du nicht weißt, wozu man Washi-Tape beim Diamond Painten braucht, guck mal bei mir in die Tipps und Tricks. Da erkläre ich, was ich so alles mit Washi-Tape beim Diamond Painting mache. Ansonsten kann man es aber auch für alle anderen Bastelprojekte immer gut gebrauchen. Und dann haben wir noch einen Coverminder. Das ist ein kleiner Magnet. Magnet hinten dran. Das macht man unter das Bild, das aufs Bild. Und wenn du die Folie zur Seite machst und da das dann drauf machst, dann hält es die Folie an der Seite und du kannst ruhig an dem Stück arbeiten, an dem du gerade arbeitest. Und das ist eine Kirschblüte, würde ich jetzt mal sagen. Oder eine Apfelblüte. Sehr schön für den Frühling dann. Und dann haben wir noch ein paar wiederverschließbare Plastikbeutel. Da kannst du Reste reinpacken oder damit abkitten. Ich für meinen Teil finde, dass sie die weglassen könnten, also ich kann damit handeln tatsächlich. Und die könnten sie meines Erachtens nach weglassen. Ein bisschen für die Umwelt, weil. Schreibt mir mal in die Kommentare, macht ihr da was mit? Kittet ihr damit ab? Nehmt ihr das für die Reste? Was macht ihr mit diesen Beutelchen? Also ich nutze sie ja schon. Hab letztens auch mal ein Kit abgekittet mit den Beutelchen. Aber ja, ich habe super viele davon. Schreibt mir mal eure Meinung dazu. Und dann haben wir jetzt noch
hier unser Hauptstück. Tudum. Und da versteckt sich noch ein bisschen was drin. Und zwar einmal eine Anleitung, wie Diamond Painting funktioniert. Ein paar Tipps und Tricks. Unter anderem eben der Link zur VIP-Gruppe. Und hier auf Facebook und hier nochmal ein 10%-Gutschein. Thank you 10, den könnt ihr gerne benutzen. Wenn du das allererste Mal bestellst, kannst du aber auch 15% mit meinem Rabattcode sparen. Alle Informationen dazu gibt es unten in der Infobox. Da kriege ich eine kleine Provision zu, weil ich Affiliate bin davon. Das kommt dem Kanal und mir zugute und du sparst 15%. Wenn du das nicht möchtest, irgendwo anders einen Rabattcode nehmen. Hauptsache, du zahlst nicht den vollen Preis bei Diamond Art Club. Und das hier ist ein Aufkleber. Ja. Blue Girl, der Name des Creators mit Puffy Gator, Start-Enddatum, das benutze ich immer sehr gerne, um mir zu notieren, wann ich angefangen habe und wann ich es beendet habe. Und da ist das Bild nochmal. Ist es nicht toll? Ist es nicht toll? Ich liebe Puffy Gators Artwork. Ich habe ja Halloween Kitty schon hier. Das allererste, was bei Diamond Art Club erschienen ist, habe ich noch nicht da. Lion Pup, glaube ich, Tiger, also das allererste. Und das hier, ich bin so froh, dass ich das jetzt bekommen habe. Danke, Diamond Art Club. Die Farben, ich bin echt gespannt jetzt. Oh Gott, ich bin voll verliebt. Ich liebe es. Ich liebe es. 42,6 mal 45,7 rund und 38 Farben. 1, 2, 3, 3 ABs. Das wird dann so ein magentafarbener sein, ein hellblauer und ein lilaner. Alles unter 150 ist ein IB. Ich erkläre nachher, was das ist, wenn wir uns die Steinchen angucken, für die, die es noch nicht wissen. Und hier haben wir die Symbole. Die sehen eigentlich alle ganz gut aus. Und das sind schon vorausgeschnittene Aufkleberchen, ne, denen ihr dann direkt abkitten und loslegen könnt. Sehr schön. Oh, ich freue mich. Hier haben wir unsere Steinchen. Da steht auch nochmal der Name des Kids drauf. Da sehen wir auch schon den ersten IB. Die gucken wir uns gleich nochmal ganz genau an. Aber erstmal gucken wir immer einmal über die Farben drüber. Also um einen ersten Eindruck von den Farben zu bekommen. Das finde ich immer ganz wichtig. Boah, schön. Ich sehe schon Türkistöne. Oh, ich freue mich. Ah, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Und hier ist das Kit. Das ist eine sehr, 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 sehr weichen Leinwand. Das ist Tarpaulinstoff, der sich auch selbst flach legt und wirklich, es fühlt sich an, als würde es auf einem Kissen painten. Es ist einfach wunderschön. Das macht richtig Spaß. Hier Wellenränder und abgestimmt. Do what makes you sparkle. Wir haben flüssigen Kleber. Und ein wirklich tolles Bild. So. Und darum kann ich jetzt auch einmal das hier machen. Ich rolle es einmal verkehrt rum, dann legt es sich noch ein bisschen schneller flach. Braucht man aber eigentlich nicht bei Diamond Art Lab, weil es sich von alleine nach ein paar Minuten flach legt. Schwupp, da ist es. Wow. Wow, ist das schön. Ist das wunderschön. Ich bin verliebt. Ich bin echt verliebt. Oben Do What Makes You Sparkle, der Leitspruch. Links und rechts haben wir jeweils eine Legende, damit du die immer im Blick hast. Hier unten Blue Girl heißt das Kit. Die Größe nochmal 42,6 mal 45,7. Und Nanaku Puffy Gator, eine Lizenz für Diamond Art Club. Das heißt eben, dass die Künstlerin hier entsprechend bezahlt wird dafür, dass Diamond Art Club die Lizenzrechte hat, um dieses Bild zu einem Diamond Painting zu machen und wir die Ehre haben, es eben entsprechend kaufen und painten zu dürfen. Danke dafür. Und hier haben wir nochmal die Social Media Kanäle, da kannst du auch gucken, was noch alles morgen so erscheint. Auf Instagram und Facebook erfährst du immer die Woche über in kleinen Einblicken, was so samstags dann kommt, sodass du gucken kannst, für was du dich eben interessierst, was du versuchen willst zu ergattern. Auch ob dieses Kit jetzt limited sein wird oder nicht, das weiß ich nicht. Wenn es limited edition ist, wenn das an einem Kit dran steht, dann weg, dann weg. Dementsprechend würde ich immer reingucken, wenn ich mich für Kits interessiere, ob sie limited sind. Und wenn nicht, kann es ja auch gerne mal in die Wunschliste. So mache ich das zumindest. Muss ich immer alles auf einmal kaufen. Aber dieses hier schon, ist das wahnsinnig schön. Und es ist echt eine schöne, süße Größe. Also für mich ist das so ein Wochenende- oder Wochenprojekt. Und, oh Gott,
Sorry, aber ich finde es so schön. Gucken wir uns mal die Leinwand noch ein bisschen näher an. So. Hier, wir haben gegossenen Kleber. Das siehst du hier, die Spiegelung. Die Leinwand glitzert auch schön. Der Druck ist auch wie immer glasklar. Richtig, richtig schön. Richtig toll. Hier können wir auch noch mal gucken. Dann geht es auch besser. So. Glasklarer Druck, wie immer. Ja, da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Dann haben wir auch hier nochmal die hellen Symbole. Ihr seht, da sind so ganz leichte Hilfkreise drum. Ne? Ist ja ein Kit mit runden Steinchen. Ach so, hier auch nochmal, ne, eure lebenslange Garantie, wenn ihr Probleme mit den Steinchen oder der Leinwand haben solltet, wendet euch an den Kundensupport. Die helfen euch immer gerne. Oh, es ist schön. Entschuldigung. Aber ich freue mich so sehr. So, 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 so sehr über dieses Kit. Ihr guckt euch das jetzt nochmal von noch näherem an. Und ich hole uns hier mal die Steinchen raus und wir schauen mal, ja, was für Farben wir hier dabei haben und was für Ebis vor allen Dingen auch dabei sind. Ne? Da seid ihr ja wieder und hier sind die Steinchen. Es ist ein süßes kleines Paket und wir schauen mal zusammen, was wir da haben. Und zwar einmal haben wir weiß, ne, die 3865, hier auch nochmal die runden Steinchen, Harzsteinchen, Supersteinchen. Wirklich gut. In-house produziert von Diamond Art Club. Großartig. 803, 939, also so dunkelblaue Töne. Oh, schöne, süßes Hellblau, 162. Wir haben ja da so Farbübergänge, wie so eine Gradients, ne? Wie so ein Farbverlauf. Die 311. Und hier ist unser erster AB. Und zwar der hellblaue, fast türkisene. Oh, ist der cool. AB Aurora Borealis Steinchen, wie eben die Nordlichter, reflektieren alle Farben des Regenbogens, so ein bisschen wie Meerjungfrauenschuppen. Und wir gucken mal da gleich auf dem Bild, wo damit Adlab die platziert hast, um eben nochmal ganz besondere Akzente zu setzen. 3823, so Zitronengelb. Guck mal, da hat sich ein kleines Steinchen. Ja, ein blaues, das wäre gerne ein gelbes. Dann sei gelb. Das ist auch ein geiles Blau. Ein richtig cooles Blau. Ich stehe auf Blautöne, sorry. 3838, das ist ein schönes Lila. 996, auch eine schöne Farbe. Ist also voll meine Farbrange dieses Jahr. Also bisher 798. Dann haben wir hier auch so ein ganz helles Grau. Und hier nochmal so ein Fliederfarben, Lilafarben. Auch nah beieinander, die 553, die 552. Dann haben wir 720, die 3746, auch nochmal ein Lilaton. 3855. Und hier ganz, ganz helles Minzfarben, 3756, fast weiß, die 312, die 745 ist auch so ein helles Gelb, die 814, die 554, Fliederfarben, 3854, 3341 und hier haben wir nochmal ein EB, die 126, die 550.
die 3340, die 3853, die 920 und hier unser zweiter Ebi, das ist ein magentafarbener Ebi, wie wir schon uns gedacht haben. Oh, der ist auch total schick. Schön. Selten. Also den habe ich nicht oft. Bin ich sehr gespannt, wo der hinkommt. So ein ganz hellblaue, oder ein schöner Blauton, so ein pastelliger Blau-Lila-Ton fast. Ja, hier ein Peachfarben. Oh, ein bisschen 310, ein bisschen schwarz. Und hier sehen wir schön, dass wir kaum Abfall haben. Ich liebe die 310 von Diamond Art Club. Sie funkeln so dermaßen, es ist unfassbar. Die 666, das roteste Rot, was es gibt. Das ist ein wirklich, wirklich tolles Rot. Ich mag es. 800, ein helles Blau, 3857 und last but not least die 961. Hier haben wir unsere drei ABs. Das ist das Symbol Nummer 1, der ja eben magentafarbene. Symbol Nummer 2 ist dieser hellblaue. Und Symbol Nummer 3 ist dieser fliederfarbene. Das sind tolle Farben, oder? Ich finde es großartig. Schauen wir mal, wo der hinkommt. Also das ist dieses tiefe Magenta-Farben und das ist eben Symbol 1. Und dieses Symbol haben wir jeweils in den Augen. Da sind jeweils drei Stück. Ein bisschen hier vorne in der Nase, die Schnurrhaare, als auch hier unten noch mal so ein paar Strichen und hier noch mal so ein Bereich. Da kommen diese ABs hin, also hauptsächlich Augen, Schnurrhaare und Nase. Dann der Zweier-AB ist ja dieses Hellblau, davon haben wir am meisten. Und dieses Hellblau finden wir hier, ne, der komplette Bereich hier, sehr viele in diesem Hellblau, als auch hier, hier, dann hinten, hinterm dem Löwenbaby, hier vorne noch ein bisschen und hier sind so ab und zu so, so Sprenkel, wo noch was ist, als auch hier vorne im Tränenkanal, ne? Hier vorne im Auge. Da sind diese blauen ABs. Das ist so von hinten so ein bisschen strahlt. Ne? Das Licht kommt ja von hier bei diesem Bild. Und at last but not least haben wir diese ja, hellfliederfarbenen. Und das ist das Symbol Nummer 3. Und das haben wir um die Augen so ein bisschen. Ne? Hier vor allen Dingen, hier am rechten Auge. Dann haben wir es noch ein bisschen hier oberhalb von den Augen, im Tiger. Also in den helllila Bereichen des Tigers, fliederfarbenen hier vorne, hier und hier, haben wir diesen Ebi. Also alle drei Ebis gut verteilt und ich finde die Farben einfach toll. Also allgemein die Farben, die in diesem Kit vorkommen, als auch eben diese drei, wirklich, wirklich schön. Und das ganze Kit, wir gehen nochmal einen Schritt hoch, hat viele Bereiche, wo wir Color blocken können, also wo wir mit einzelnen Farben arbeiten, aber dann auch so schöne Übergänge, so wie hier zum Beispiel. Ja, da haben wir wirklich einen schönen sanften Übergang von der einen Peachfarbe in die andere. Wir haben hier diesen lila Verlauf in das Blau, in das Dunkelblaue rein. Ja, also wirklich so eine Gradient, so ein Verlauf. Auch hier dieses Gelbe. Oh, ganz im Ernst, schon allein die Farben. Schon allein die Farben in diesem Kit. Ich liebe es. Ich bin voll schockverliebt. Ja, ich bin so richtig schockverliebt. Ich finde das Bild so toll, aber ich finde auch, man kann sich so ein Bild immer erst richtig vorstellen, wenn man sieht, wie es aussieht, wenn Steinchen drauf sind. Ich glaube, wir gucken es uns mal mit Steinchen an, hä? Huh? Huch. Ja, ne? Mit Steinchen drauf kann man sich es viel besser vorstellen. Ja, da hat jemand das mal kurzerhand fertig gemacht. Ich konnte mich nicht zusammenreißen. Guckt euch das an. Ich konnte nicht. Ich habe es gekriegt, ich habe es durchgezogen und habe das jetzt hier ja, mal eben fertig gemacht. Und ich liebe es. Ich liebe es. Die Farben, die Steinchen, das daran arbeiten, das ist großartig. Ich bin wahnsinnig schockverliebt. Der einzige Makel an diesem Bild ist tatsächlich, dass es viel zu schnell gepaintet ist.
Aber die Größe ist auch optimal. Ich hätte nicht gedacht, dass das Rendering so gut rauskommt bei einem Puffy Gator, das ja eigentlich nicht so harte, harsche Kanten hat. Aber es sieht so wahnsinnig gut aus. Die Farbverläufe sind so toll. Der Einsatz der EBs. Ihr habt hier die ganzen hellblauen EBs. Da oben wahnsinnig viele von den hellblauen EBs. Und dann hier. Den einen oder anderen mag es stören. Hier ist ein kleiner, der dir irgendwie nicht hingehört, ne? Aber es ist das Staubkorn, auf das das, oder das Glitzer, Magie, sonst was Körnchen, auf das er hier guckt. Da, ne? Da seht ihr es. Hier seht ihr es. Da ist er auch. Ne? Und das ist das, wo er hinguckt. Das sind die hier und die kommen hier so und eins ist schon hier. Was auch immer es ist, ein Staubkörnchen, ein Körnchen, wundervolle Magie. Was auch immer. Diese Farben miteinander. Es ist einfach wunder, wunder, wunderschön. Es hat wahnsinnigen Spaß gemacht, daran zu arbeiten. Für mich genau die richtige Mischung aus Color Blocking und Farbwechseln. Die Farbkombination ist der Wahnsinn. Ich liebe Puffy Gator und das ist offiziell mein erstes fertiges Puffy Gator. Wow, ich hoffe, dass von dieser Künstlerin noch so, so viel mehr rauskommt. Die Größe ist einfach wunderschön. Es ist halt wirklich so ein Sweet Spot. Das kannst du machen, ohne so ein Riesenprojekt wieder vor der Nase zu haben. Es ist ein Wohlfühlbild. Es ist wirklich so ein Regentagsbild. Also so ein Bild, das. Ich habe da so ein paar von, die ich mir eigentlich aufhebe für schlechte Tage, damit sie mir gute Laune machen. Und jetzt hier im Januar habe ich irgendwie, ihr werdet das im Monatsrückblick sehen, Bock auf Bilder, die mir gute Laune machen. Und auf diese Farben. Und das hier war, es hat mir so einen Spaß gemacht. Es hat mir wahnsinnig, wahnsinnig. Also, wer sich dieses Bild nicht schnappt, ist selber schuld. Nein, wenn euch dieses Bild zusagt, ich kann es wirklich nur empfehlen, ran an die Buletten. Es wird wahnsinnig schnell ausverkauft sein. Das kann ich euch sagen. Ich weiß nicht, ob es Limited Edition sein wird. Ich hoffe mal nicht. Cross Fingers. Wenn nicht, kann es ja auch auf die Wunschliste wandern. Aber wer es haben möchte, es wird wahnsinnig schnell ausverkauft sein. Das war bisher mit den ganzen Puffy Gators so. Es erscheint morgen am 14. Januar. Damit den Ruby Members haben eine halbe Stunde vorher Zugang. Ihr bekommt dann eine entsprechende E-Mail. Und wenn ihr da das Bild nicht bekommt, kein Stress, dann geht eine halbe Stunde später zum normalen Release nochmal rein. Da wird nachgefüllt. Ne? Und die nicht Diamond-Members sind oder Ruby-Members, keine Angst. Es werden immer welche aufgehoben für den normalen Release dann. Ja. Wow. Also ich finde es wahnsinnig schön, auch für Anfänger oder wenn man sagt, man ist das erste Mal bei Diamond Art Club, man traut sich nicht so, ist das ein ideales Bild. Ich finde das wahnsinnig schön. Hier ist noch der Coverman da dran. Ja, also jetzt habt ihr hier eine Sneak und eine kleine Review von mir bekommen. Und zum Abschluss, bleibt dran, könnt ihr gleich nochmal übers Bild fliegen. Wenn ihr es euch schnappen wollt, wie gesagt, morgen erscheint es bei Diamond Art Club, Samstag, der 14.01. Und jetzt, meine Lieben, bedanke ich mich mal wieder fürs Einschalten, Anschauen und fürs Abonnieren. Wer das noch nicht getan hat, kann es hier unten gerne nachholen. Lasst bitte einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dass ich das schon fertig gemacht habe, wenn euch das gefallen hat, natürlich. Gewöhnt euch das nicht an, das wird jetzt nicht bei jedem Bild passieren. Nein, die Zeit habe ich gar nicht. Und ich hoffe, dass wir uns hier in meinem nächsten Video alsbald wiedersehen. Und bis dahin, passt du gut auf dich auf, bleibst immer schön kreativ und vor allen Dingen immer super entspannt. Bis dann, see ya! One desire is, I want to make you happy. It could be fighting off some disaster, or just saving you a trip to the store, or a neck rub so you'll feel pampered, or some togetherness behind closed doors. Anything to bring your world a little light. Every day until the day I bid this world goodbye.
some older people.